So. Ja, gesungen, geil. Ja, Lukas-Film, geh weg. Ich glaube, Kastos oder Kestis geschrieben. Ich weiß, ist ja auch egal. Hier, ultimative Power! Oh. So ultimativ, da übersteuert das Mikrofon. Scheiße. ...97% abgeschlossen. Das Geile ist, ich habe mir das über Steam gekauft, dadurch wird es über Origin geschadet, ist mein Spielstand wieder da. Über dieses EA Play Plus Pisskack war das ja alles weg. Das heißt, wir machen jetzt neue Reise Plus. So, wir machen, weiß ich nicht, Paradefenster. Weiß ich doch nicht. Alter, wenn ich das mache, dann hier so einfach. Ne, Story-Modus, das finde ich gut. Ne, wir machen, komm, wir machen Jedi Meister. Wir versuchen Jedi Meister. Meister Kleister. Ja, mach. Achso, ich muss das auswählen. Kann ich das ändern im Spiel? Ich weiß es nicht, ist auch egal. Wir machen das jetzt einfach. Ich hätte mal gucken sollen. Hier wäre ein Kill-Dings. Also hier so ein Death-Bums. Also, ne? Wo man also sieht. Ja, wäre schon gut. Ich habe die Grafikeinstellung nicht gemacht. Grafik. Bewegungsunschärfe aus. 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 Er kann anbleiben. Hä? Video? Hä? Episch. Gibt es noch mehr als episch? Nein. Episch, 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 episch. Ist einfach episch. V-Sync an. Let's go. Die SSV Tansania und ihre Schwesterschiffe. Ganz schön lautes Spiel, wa? Charmeur, wie geht es? Okay. Lange nichts gelesen, gehört, gesehen. Irgendwas. Hier lang. Bin gleich hinter dir. Willkommen bei Neue Reise Plus. Kosmetikobjekte früherer Spiele. Alle Lichtschwert. Okay. Kann er nicht. Ja, alles klar. Ich kann mich festhalten. Wie kann ich denn überhaupt... Ich kann doch auch rennen in dem Spiel, oder nicht? Weil da ging doch auch irgendwie... Ah, nee. Hä? Tut mir leid, Karl. Nur keine Sorge. Ging nicht rennen irgendwie? Konnte der nicht... Nee. Okay. Dann nicht. Nach dir, Junge. Ja, ja. Für mich auch. Kann mich nicht beklagen, ja, ist schon lange her, aber dennoch verliert man sich nicht so aus dem Auge. Das stimmt, das stimmt. Irgendwie geht das immer, wa? Aber schön, dass dir gut geht. Das freut mir. Da ist die SSV Friedhof. Ein ganz, also fantastisches Schiff. Die Betten sollen richtig gut sein. Nö. Alles okay? Ja, ich bin okay. Hui. Ich werde hier irgendwo safe sterben. Verlass
Okay, oder? Ich bin mir auch überlegen, ob ich das nochmal spiele. Da, wenn nichts dazwischen kommt im März, ja. Ja. Das ist korrekt. Ich hätte auch noch ein bisschen länger warten können, bis ich das spiele. Aber irgendwie hätte ich Bock drauf. Und da das momentan bei MMOGA im Angebot ist, habe ich mir das dann nochmal gegönnt. Weil ich habe das vorher über Origin Plus Play whatever gehabt und klettern. Ah, okay, warte mal. LT ist das. Okay. Dann war ja dieses EA Play, was ich auch hatte, aber da waren meine Spielstände weg und irgendwann konnte ich es gar nicht mehr spielen. Und ja, jetzt habe ich es mir nochmal gekauft, weil ich wollte nicht nochmal das Abo dafür abschließen, wenn ich ehrlich bin. Aber es ist halt ein... Ist ein cooles Spiel. Ach, warte mal. Ah, ne, hier durch, ja. Ich hätte erst überlegt, wo ich hin muss. Aber alles gut. Hört sich an wie Schrottratten. Unheimlich. Lasst euch nicht stören, Jungs. Ihr müsst diesmal nicht rauskommen und Hallo sagen. Ich habe halt nur keine Ahnung mehr, wie das Kampfsystem funktioniert. Aber das werde ich herausfinden irgendwann. Was denn wohl? Das weiß ich nicht. Hey Kerl, wir treffen uns bei den Klammern. Bin gut, bin in Kürze dort. Ja, also ich sag mal, das andere war... Ups, hast du schon mich fallen lassen. War ja klar, dadurch, dass ich das Abo nicht mehr hatte bei diesem Origin Plus oder wie das hieß, war klar, dass ich es nicht mehr spielen konnte. Aber mit dem EA Play, warum das nicht mehr ging, das weiß ich nicht. Aber gut. Wie kommst du hierher? Tschüss. Bin leider sehr müde und kann mich kaum noch wach halten. Sorry, war heute nicht lang da. Nächstes Mal wieder. Gute Nacht euch. Trotzdem danke, dass du da warst. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Ich kann das nachfühlen. Ich bin heute ein paar Stunden Auto gefahren und ich war irgendwann so übelst müde, dass ich halt nicht mehr weiterfahren konnte. Musste auch meine Frau fahren, so ist das halt. Ich danke dir trotzdem fürs dabei gewesen sein. Ich wünsche dir eine gute Nacht, bis zum, till next time. Oder so. Sieh mal, der Schiffskater ist hier. Na bitte sehr. Woo! Der haut sich die ganze Zeit... Krass, guck mal, seine Hand. Die ist aus Stahl. Der haut sich die ganze Zeit auf die Hand. Krasser Typ. Aber irgendwie... Ist das schon das Leben, was man dann am Ende hat? Das ist so wenig irgendwie. Nutze den unteren Hebel für den manuellen Override. Na klar. Hä? Ach, warte mal, muss ich hier jetzt rum? Muss ich hier hoch? Ich bin mir nicht so sicher. Ich traue mich nicht zu springen, weil ich mich tot. Achso, er ist ziehen. So, okay. Alles klar, du bist dran. Ah. Moment. Okay, Klammer gesichert. Ich halte die ganze Zeit LT oder L2 gedrückt. Ich irgendwie. Hä? Hä? Warte mal, wie komme ich jetzt da? Ah, so, okay. Schrecken angejagt, Kumpel. Ja, ich mir auch. Fertig. Moment, ich mach das. Komm, seht ihr das an? Das ist ein Jedi-Jäger. Ein Volltreffer. Ein echter Schrottsammler-Jackpot. Wie lange liegt die Klapperkiste schon hier? 4 Jahre? 5. Der Pilot fand hier wohl ein ruhmreiches Ende. Diese Jedi. Echt eine Tragödie. Ich hab dir immer gesagt, das war nicht alles Verräter. Ja, mag sein. Heute ist wohl unser Glückstag. Das Imperium kriegt jede Menge gutes Material. Ja,
Schiffe aus dem Krieg ausnehmen, damit sie daraus neue machen können. Findest du das okay? Was sagst du? Wir riskieren alle den Hals für die Bosse. Und die Bezahlung war zur Zeit der Republik auch besser. Hey, pass besser auf, was du sagst. Hey, hör mir zu. Der Findelon für das Ding. Könnte dein Ticket hier raus aus diesem Drecksloch sein? Du glaubst, ich will weg hier? Irgendwann musst du dein Leben selbst in dir. Wir sind überhaupt noch nicht müde. Hast zu viel geschlafen die letzten Tage. Wo gucken die Reaper denn noch vorbei? Das ist ja wohl eine absolute Frechheit. Wenn du das sagst, hey, wir sollten wieder runter. Hey, du hörst mir überhaupt nicht zu. Was war das? Okay. Puh. Ja, einerseits okay, andererseits halt doof, weil man sich ja doch ein bisschen dran gewöhnt hat, dann früher schlafen zu gehen und eigentlich dann den Rhythmus auch nicht wieder so komplett verkacken will, ne? Ah, ich kenne das. Ich war gestern auch relativ früh wach. Früh wach, ey. Ja, da kommt, soll im März ein zweiter Teil kommen. Star Wars Jedi Survivor oder so. Ich benutze die Macht. Hat da nochmal Glück gehabt. Mal gucken. Mal gucken. Ich war gestern. Boah, wann sind wir denn ins Bett gegangen? Also, ich bin später eingeschlafen auf jeden Fall. Früher als sonst, aber ich bin jetzt halt auch nicht müde, ne? Termin um 9 und morgen kommt man wie F um 10. Läuft richtig bei dir. Ja, aber andererseits, du wirst wahrscheinlich demnächst müde werden. Also ich denke mal so, keine Ahnung, gib dir mal 1,5, 2 Stunden. Dann wirst du bestimmt müde. Dann musst du halt gucken, dann schläfst du halt nur 7 Stunden oder sowas. Weißt du, dass du diesen Rhythmus nicht ganz raushaust? Ah nee, geht mal. Dienstag. Nee, morgen um 10. Und dann, wenn du um 8 aufstehst, dann theoretisch, du hast dann noch ein bisschen Vorlauf, so, ne? Ist besser als nichts, muss man ganz ehrlich sagen. Und dann bist du ja vielleicht abends wieder ein bisschen früher müde. Ja, ist aber immer scheiße, wenn du dir gerade so einen Rhythmus aufgebaut hast und dann bist du einfach abends nicht müde und kannst nicht schlafen. Weil selbst wenn du jetzt ins Bett gehst, wirst du ja nicht einschlafen können. Ich hatte halt heute Mittag so einen übelsten Tiefpunkt beim Autofahren. War im Auto voll warm, dann die Sonne die ganze Zeit ins Gesicht kneifst so ein bisschen die Augen zu, dann ich werde dann immer müde. Jetzt schon länger zusammen. Ich habe aber nie gesehen, dass du sowas gemacht hast. Wir haben schon einiges zusammen durchgemacht. Also, ich weiß, was du für mich riskiert hast. Und ich kann dir das nicht zurückzahlen. Vergiss es einfach. Im Ernst. Oh, mach dir wegen mir keinen Kopf. Aber hier bist du. Vielleicht solltest du, verschwinden. Okay, ich brauche nur meine Tasche aus meiner Bude. Der Bass schuldet mir was. Bist du nicht gerade auf Asher da? Ja. Du wirst mich eine Weile nicht sehen, Prof. Ja. Ja, okay. Okay, gell. Jetzt spiele ich zum Beispiel über Bluetooth-Verbindung, ne? Funktioniert ohne Probleme. Bei Uplay, nö. Ach, jetzt wird's halt geil, ne? Kann ich mir schon irgendwas angucken? Nee, ne? Anpassung. Poncho, Sonso, Hanamoncho. Ich würde den gerne einfach auslassen.
Ich habe einen nicht gefunden anscheinend, aber das ist mir eigentlich auch relativ wurscht. Hier, den. Oh, wir tragen den hier. Was soll's? Oder das? Ah ne, der ist Kerlkäst. Okay. Inquisitor können wir auch tragen. Er lügt. Fähigkeiten. Ich finde, der Poncho sieht doch gut aus, oder? Nein, wieder nicht, habt ihr recht. Ach, keine Ahnung, die Ponchos sind alle hässlich. Ich trage einfach das hier. So. Wäre auch so ein Spiel mit Raytracing, glaube ich, übelst nice. Wobei das Spiel so schon einfach krank aussieht. Wo fährst du hin? Wobei hat man, ich weiß gar nicht, ob man so, ich habe den Text nicht ganz gelesen, ob man seine Fähigkeiten noch hat oder nicht, weiß ich nicht. Aber Lichtschwerter hat man. Mauvia! Hallo? 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 Oi, was ist denn jetzt passiert? Was ist dein Standardleben, ne? Den Endkampf in dem Spiel fand ich halt übelst nice. Bleibt ein Anpfiff. Ja, was geht hier vor? Alles auf! Identifizierung bereit! Hier ist ein Jedi! In einer Reihe aufstellen! Ich bin nicht der Jedi aus der Bucht. Wieder eine Sprungelkontrolle oder so. Ja, wobei Fähigkeiten wären schon strong, wenn ich die von Anfang an alle hätte. Ui. Wäre heftig. Wie fandst du denn den Fight mit der schwarzgekleideten Frau? War eine Schwester, glaub, kein Plan, wie die heißt. Ja, war irgendeine Schwester der Nacht oder was weiß ich, Nachteulen, keine Ahnung. Ich fand den Fight, also den ersten, den man hat, oder später im Spiel. Sind da schon alle? Ich muss sagen, ich fand die Bosskämpfe, die du hattest in dem Spiel eigentlich, ich fand den ganz cool gemacht. Keinen normalen Anarchisten, sondern ein Mitglied des verräterischen. Also du konntest ja, hattest im Grunde keine Chance gegen den. Auch gegen ihn hier war der Kampf ganz geil. Also die Bosskämpfe finde ich immer ganz cool gemacht in dem Spiel. Die sind gut inszeniert. Also finde ich. Ich finde den ein bisschen aussichtslos. Sonst werden alle hier. Also, ich sag mal, von der Inszenierung her finde ich die Kämpfe echt gut. Ich denke, jemand sollte mal vortreten. Ich arbeite hier schon eine geraume Zeit. Schon lange vor dem Krieg. Wieso, wie fandest du den? Die Besten der Galaxis. Dann kam das Imperium. Und Ingenieure und zu Schrottsammlern. Es ist ja im Grunde die, die ja irgendwie sich gar nicht sicher ist, ob sie böse ist oder gut oder Knallfrosch, Helikopter. Wir kennen die Wahrheit. Man weiß es nicht. Wir sind nur Ängstliches zu sagen. Ja, gut, nervig ist die eine Sache. Doch alle entbehrlich. Ja. Aber ich fand ihn gut gemacht, gut umgesetzt. Nein!
Irgendwo nervig natürlich trotzdem, weil er ist halt übelst aussichtslos, ne? Weil du hast gegen die einfach keine. Also das ist ja auch. Du sollst ja verlieren. Oh, jetzt fängt's an. Jetzt wird's gut. Aber ich kann, glaube ich, immer noch nicht auf meine Fähigkeiten zugreifen. Jetzt muss ich aber erstmal gucken, wie ich blocke. Ich glaube L1. Nee, warte mal ganz kurz. Fähigkeiten habe ich noch keine. Na gut. Ich komme aus Narnia. Blinder Passagier. Hey, du musst das nicht melden. Hab dich. Bam, bam, Junge. Okay, so blocke ich. Hör ich an. So kann ich springen, so kann ich irgendwas anderes machen. Wie blocke ich? Auf Dreieck wahrscheinlich, ne? Ein Jedi. Das ist halt geil, ne? Dass du das halt im Grunde von Anfang an kannst. Er ist versiegelt. Was mache ich denn eigentlich so? Irgendwas mit Macht oder so. Zack. Eigentlich müsste der sich durch alles durchschlagen können. Mit seinem Laserschwert. Nur ein Aufdeck. Bewegung bleiben. Naja, ich muss mal gucken. Ich hab dich heute Morgen nicht beim Training gesehen. Ich hab mich stattdessen ausgeruht. Zieh da was. So bereitest du dich auf den Tod. Bam, 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 bam. Könnte jemand sein. Hallo. Feind. Ihr seid Feind. Laut und deutlich. Ich schaffe das nicht allein. Das ist halt auch nice, ne? Hä? Ach so. Huch. Ja, wow, das wollte ich jetzt aber nicht. LB halten. Nee. Hä? Ach so. Ach so, okay, ja, alles klar. Ich lerne noch das Blocken. Alles klar. Was? Ich soll einfach nur halten, oder was? Das kannst du nicht ewig durchziehen. Nee. Ja. Ja, Ausdauer, Schmausdauer. Unmittelbar vor dem Angriff eines Gegners zum Parieren. Alles klar, das habe ich schon die ganze Zeit gemacht. Aber ich mache es jetzt noch einmal für die Spiel. Können Sie ändern zu Perry God im Star Wars Universum unterwegs? Ja, mach das. Das ist auch kein Problem. Okay. Habe ich? Er ist tot. Habe ich. Und jetzt wird geklettert. Da, hast du zurück. Zack, zack. Nee. Stromkrise, ich habe kein Geld. Ne? Mach das mal bitte nicht. Also kann ich auch rennen, cool. Da. Okay, wo muss ich lang? Ich weiß es. Ach, hier. Ich bin gestorben. Woran bin ich denn gestorben? Ich hab's nicht mal gesehen. Ich hab nicht hingeguckt. Ja, scheiße. Hä? Woran bin ich denn jetzt gestorben? Oh. Hä? Das glaube ich aber auch. Ach komm. Das machen wir einfach so und dann ist gut. Da habe ich keinen Bock drauf. Ach so. Ja, B ist ausweichen. Zweimal ist Rolle. Alles klärchen. Danke, mein Bärchen. Hops. Oh. Ich will immer eine andere Taste zum Angriff drücken, ne? Geh nach vorn.
Halte den Zug auf. Ich kann mich aber nicht heilen. Wie lange ich damals da rumstand und nicht wusste, was ich tun muss, bis er dann einmal vom Wild rumdrücken da rumgesprungen ist. Ja, das ist. Oh nein! Hochdeckung! Zwischen den Kreisen nach vorn. Jetzt! Okay, Tod Nummer 2. Also bisher bin ich 0% durch Kämpfe gestorben, sondern nur durch Unfähigkeit. Das ist auch gut. Oi. Danke! Frisch, oh Scheiße. War die Kupplung? Ich muss runter. Ich werde, glaube ich, echt mal einen Death Counter einfügen, ne? Ich jetzt hier? Ja, ne? Hä? Da. Ja. Hallo? Warum springt der nicht? Ah. Deswegen. Das weiß ich gar nicht. Also ich weiß, es gibt einen Death Counter, den können auch Mods machen. Der wird dann auch im Stream eingeblendet, meine ich. Beziehungsweise als Befehl kannst du es machen, aber ich glaube, du kannst sowas auch so machen, dass man das als im Stream einblendbar macht und dass Mods das dann verändern können. Irgendwie sowas gibt es, glaube ich. Aber der im Dings, das könnte sogar sein. Das weiß ich nicht. Yay! Wir wollen helfen! Wer seid ihr? Später! Immer weiter! Wir holen dich, sobald es geht! Das glubsche mir Glubschauge. Schönes Spiel, hab's auch vor ein paar Tagen angefangen. Hallo Dorni. Ich hab das schon mal gespielt, damals, früher als es rauskam. Hat irgendwie nochmal Bock, ich mach jetzt New Game Plus. Und mal schauen, wie der Lachs lüpft, ne? Damals, als es rauskam, ja. Damals. Wo der Strom noch günstig war. Rattennett. Ey, was ist mit euch los? Ja, scheiße. Hä, hey, ihr habt doch da hinten noch mehr. Er hat keine Chance gegen uns. Okay, ich habe keine Chance gegen die, aber sie greifen mich auch nicht an. Okay. Okay. Oh, das war jetzt aber. Ich muss mich mal heilen irgendwie. Ja, oh. Jetzt habe ich gelesen, das war ärgerlich. Alles klar. So. Ich hab gewonnen. Heilen geht jetzt noch gar nicht, ne? So. Aber es ist ja noch ein relativ langes Parry-Fenster, finde ich. Das ist so in Ordnung. Was jetzt? Der Zug hält? Damals, als er noch mit DM bezahlt hat und das Spiel in Schwarz-Weiß war, genau. Ich weiß nicht, wie du was addest, aber irgendwie geht das.
Aber ich glaube, das, boah, musst du das bei Streamlabs sogar machen? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Also da, aber gehen würde das theoretisch, ja. Streamlabs sage ich schon, Stream Elements meine ich. Yeehaw, das wird eine wilde Fahrt. Okay. Ansonsten könnte ich dir die normale Text-Command schon machen. Ja, das wäre auch cool. Die Sister. Die Sister of Fister. Wie gesagt, Textkommands geht, aber alles über ein Skript läuft. Ja, gut. Skript ist so eine andere Sache. Wohin des Weges? Zu Netto! Da gibt es Angebote. Ich kenne diese Haltung. Da kostet die Milch gerade 59 Cent. Wer war dein Meister? Opel Wand. Schrank. War mein Meister. Hier ist die zweite Schwester. Die erste hatte gerade keine Zeit. Außer, aua, ich bin aber, hä? Ja, ja, das dauert eine Weile. Ja! Deine Machtanzeige ist voll, füge Gegner. Oh, geil hier. Oh. Hä? Wait. Ach, hä? Ah? Die haben mich verdrückt, glaube ich. Drücke ich jetzt X oder nicht? Nee. Ich weiß. Hä? Ich habe keine Ahnung. Schnell an Bord! Wobei, das ging noch. Also es war das erste kleine Intermezzo, ne? Er läuft einfach mit seinem Schwert dabei darum. Also irgendwie wirken die, ne, die mit der dunklen Seite der Macht irgendwie kämpfen, meistens stärker. Aber Opel Schrankwand hat ja bewiesen, dass das nicht so ist. Also wobei er hat verloren, aber vorher. Danke für die Hilfe. Wer seid ihr überhaupt? Ich heiße Seer Jander. Und das ist mein Captain, Breeze Dritus. Ist mir ein Vergnügen. Ja, die Mantis ist mein Schiff, aber zuhören solltest du dieser Lady hier. Also, wer bist du? Cal. Kerstes. Wer war das gerade? Eine imperiale Inquisitorin. Sie ist eine Machtnutzerin, die Jedi jagt. Und da sie jetzt weiß, wer du bist, wird sie weitermachen, bis sie dich vernichtet hat. Okay, ich habe eine Frage. Kann ich bei denen mitmachen? Und warum die Hilfe? Wir tracken die imperiale Kommunikation. Wir wussten, dass die Inquisitoren nach Braca wollten. Also kamen wir auch. Ach ja? Wie viel Kopfgeld gibt's denn zurzeit für einen Jedi? Da
Das nennst du Dankbarkeit? Ich verstehe schon. Du hast so lange allein ums Überleben gekämpft, dass du niemandem mehr trauen kannst. Und nur deshalb lebst du noch. Aber hier geht's um was viel Größeres als blankes Überleben. Nämlich? Den Wiederaufbau des Ordens der Jedi. Zu zweit? Sonst noch jemand? Oh, sind wir nicht gut genug für dich? Der Rat der Jedi? Ist verloren. Dann bleibe nur noch ich. Captain, nehmen Sie Kurs auf Pogan. Ei, ei. Und bis dahin kannst du dich ausruhen. Du bist in Sicherheit. Im Moment. Mhm. Die beobachtet mich. Die macht Auge. Dann kann mir nichts passieren. Hey. Hallo. Du musst dein Leben in die Hand nehmen. Was? Dein Schicksal finden. Was? Vorsicht, Karl! Du hast im Schlaf gesprochen. Was? Spinner. Einmal am Hund ziehen, ne? Das ist richtig schlimm, die verliert jetzt überall Haare. Ich dreh mich im Kreis. So. Er geht immer noch nicht, doch. Nee, Verlangsamung, also die habe ich nicht, alles klar. Eigentlich wäre das, also, ich bin mir gerade nicht sicher, weil so, eigentlich müsste sie jetzt ein Winterfell kriegen, aber für ihr Winterfell ist es eigentlich ja zu spät. Ich finde, ich weiß nicht. Also gut, sie ist 9 Monate, vielleicht ist das halt jetzt erstmal so. Aber für Winterfell ist es eigentlich zu spät und für Sommerfell ist es zu früh. Es ist halt alles komisch. Aber ich weiß, also jetzt der Fellwechsel ist eigentlich Quatsch. Der hätte vor ein paar Monaten kommen müssen. Oder ich sag mal so, ja, Oktober rum hätte ich eher gedacht, kommt das, ne? Pendelt sich ja vielleicht nochmal ein. Aber die verliert jetzt im Grunde ihre komplette Unterwolle, ne? Also die hat halt wirklich Löcher im Fell. Du siehst halt so lange Stellen und dann siehst du an ihren Flanken, siehst du halt richtig dünnes Fell. Also auch kurz, ne? Das Lied. Es ist von mir. Aus alten Tagen. Du berührst ein Objekt und es... Das kann gut sein. Also ich meine, die ist... Fühlst seine Geschichte. Die werden, je älter die werden ein bisschen dunkler. Naja, das können nicht viele. Ja, möglich ist es schon, dass irgendwie so das Fell jetzt weggeht, ne? Und richtiges Fell kommt. Keine Ahnung. Weil nur Fellwechsel für Winter, Sommer, also wäre für das eine zu spät, für das andere zu früh. Ich kannte deinen Meister. Aber ich bin selber kein Hund, deswegen habe ich da jetzt wenig Erfahrung mit Fellwechsel. Bei mir gehen die Haare nur aus, da kommt leider nichts Neues nach. Hab keinen Plan von Hunden, war nur ein... Du, ey, das kann durchaus sein. Ich weiß, die haben ja so ein... Also die hatte anderes Fell, als sie ganz, also wirklich klein war. Aber am Kopf fängt es ja auch an, ne? Und es geht ein paar Wochen und nach ein paar Wochen ist das dann, Und du bist nicht allein. Abgeschlossen und das sieht alles wieder fein aus. Aber eigentlich ist das halt eine Rasse, die müsste man jetzt bürsten. Wenn du sie aber bürstest, findet die das gar nicht so geil. Also im Grunde müsste man das zu zweit machen. Einer stopft sie die ganze Zeit so mit Leckerchen voll und einer bürstet ihr einfach, also, ne, die Scheiße aus dem Fell. Entdeckte ihn vor der Auslöschung. Er ist auf keiner Karte verzeichnet. Das Imperium weiß nicht, dass dieser Ort existiert? Nein. Ich bin ganz ehrlich, der zweite Teil müsste eigentlich nur so aussehen, es würde vollkommen ausreichen. Aber ich denke mal, da wird so Raytracing und keine Ahnung was drin sein, ne? Sieh dir das da drüben an. Ich glaube, in dem Gewölbe ist der Schlüssel zum Wiederaufbau des Jedi-Ordens.
Aber nur wenn die Macht in dir stark genug ist, kannst du bestehen. Hm. Und weil ihr kein Jedi mehr seid, braucht ihr mich. Ich weiß, du traust. Also aus meinem zweiten Lichtschwert, die Macht, die ist sehr stark. Aber wir haben denselben. Die ist so stark, dass wenn die ja vorschießt, kann man die sogar sehen. Plan, wenn du am Gewölbe bist. Aber bis dahin ist ja jemand, der dich treffen möchte. Möge die Macht mit dir sein. Hier habe ich sogar echt relativ viel gemacht. Also hier habe ich auch viel Backtracking gemacht und die ganzen Planeten nochmal abgesucht, um so die Secrets zu bekommen. So, da sind wir. Ne, man fängt tatsächlich bei Null an. Okay. Okay. Wo haben wir denn die... Irgendwo gibt es auch eine Map. Oh, hier, das Aussehen. Nee, warte mal. Die Mantis. Ja, guck mal, das ist doch dezent, oder? Das sieht geil aus. Das passt ja nicht zum... Ist mir aber egal. Wir nehmen das hier. Ja, das ist gut. Oh. Ich finde ein bisschen doof, man hat nämlich doch nicht alles so. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Da stand was von allen Fähigkeiten. Ein sicherer Ort zum Meditieren. Nee, eigentlich nicht, aber ist mir egal. Also man hat nur seine Anpassungen, ne? Ja, Speicherpunkt, man kann da Dinger verteilen. Du hast genügend Fähigkeitenpunkte, bla bla bla. Hä, gab es vorher auch schon Meditationstraining? Wofür ist das denn gut? Setz dir deine Fähigkeitenpunkte ein, um über Kopfhieb zu lernen. Okay. Das wäre halt übelst gut, ne? Wenn du deine Fähigkeitenpunkte, also wenn du das alles schon noch hättest. Das wäre halt geil. Ja, ist ja gut. Mein Gott. Chill. Schade. Gut, das muss man von Anfang an anfangen. Wir haben unsere... Was ist denn Meditationstraining? Stelle dein Können in verschiedenen Szenarien gegen eine Vielzahl von Gegnern unter Beweis. Kampfraster. Erstelle deine eigenen Kämpfe, indem du auf dem... Aha. Oh, geil. Und das einfach nur so zum Üben, oder was? Das ist neu. Schade. Ich bin Cal. Ich hätte es gut gefunden, wenn du wirklich deine Fähigkeitenpunkte, also deine Fähigkeiten, die du hast, behalten hast, aber manches schaltest du ja erst frei. Gut, das kriegst du halt erst an. Warte, du kennst den Jedi? Was weißt du? Warte, warte doch. Hast du das gehackt? Danke. Der hat einen Jetpack. Dieses Gewölbe meint es hier. Dort ist der, den ich finden soll. Jetzt habe ich gerade hab. Vielen Dank, was wegen NG Plus. Danke dir. Okay. Genau, da unten das Ding. Da kommen wir rein. Das machen wir mal. Mal gucken. Experimentiere mit den Befehlen der Holokarte. Okay. Ich experimentiere. Ui, 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 ui. Ach so. Gut, habe ich geschafft. So, da muss ich hin. Hier kann ich was machen. Geilo. Ja, ja. Ey. Hä? Ach so. Halt, Cal. Cal. Gut, dann machen wir die Karte wieder weg. Ja, mach weg. Ja, mach doch mal Karte weg. Hä? Ich muss sogar, okay. So, wir können da lang. Wir gehen mal da lang. Ich glaube, hier komme ich gar nicht so mega weit. Oh. Okay, erstmal an die. So, da haben wir ein paar Kackfischers, ne? Die müssen wir auch wegmachen. Das ist ein großer Käfer. Oh, die sind nervig mit ihrem. Mit ihrer komischen Todesrolle da. Blöden Viecher. Kann ich hier... Ah,
Ah, da brauche ich den Wandlauf für, weil halten, also hier festhalten, unmöglich. Okay. Ich komme aber nicht mehr hoch. Ah, hallo, ich kann auch hier langlaufen. Okay. Hab nichts gesagt. Oh Gott. Hä? Oh, da macht nicht Auge, Junge. Hallo? Heilen? Ne? Okay. Hä? Der heilt nicht. Na gut. Echo wahrnehmen. Es wollte Boggling-Eier und sie haben gekämpft. Ja. Nun gut. Okay, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Durch die seltene Gabe der Psychometrie erhält Cal dank der Macht Informationen, wenn er bestimmte Objekte berührt. Er ist ein Zauberer. Hier geht's nicht weiter. Das nee. Hat BD1 mich gewarnt. Okay, nächstes Mal höre ich auf dich. Achso, ich kann hier einfach hochlaufen. Aber der heilt mich nicht. Komm mal jetzt her, du Lumpensack. Ach, nö. Muss ich hier rüber? Warte mal. Ach nee, ach, einfach hier runter. Ja, gut. Das ist ja easy. Irgendeine Idee? Ich muss irgendwie über den Spalt kommen. Seilrutsche? Wie hast du das gewusst? Halt. So. Erstmal kurz chillen. Ne, wir ruhen nur aus und gehen wieder raus aus dem Haus. Hast du nicht? Ich komme nicht durch. Von der anderen Seite verschlossen. Verrückt. Vorsicht da drüben. Sieht nicht sicher aus. Genau wie auf dem Schrottplatz. Durchhalten Sie die Eins, ich komme. Oh no. Wo ist er hin? Ach, der ist abgehauen, da nach hinten, alles klar. Dann gehen wir erstmal hier hin. Mann. Jetzt irgendwann werde ich es vielleicht noch lernen. Wer hier gelebt hat, hatte hier sein Lager. Lebensmittel und Vorräte. Das war ziemlich mutig. Alles okay? Hey, irgendwie ist das immer dumm, ne? Wenn du so einen Roboterbegleiter hast. Du verstehst ja kein Wort. Der Charakter zwar schon, aber du selber nicht. Du kannst dir halt vorstellen, was er sagt. Aber irgendwie ist es auch immer putzig, ne? Der Scomb-Anschluss ist kaputt, aber... Das und kommt er immer gut an. Ich meine, R2-D2, BB-8, jetzt eher, wie auch immer er nochmal heißt. Ich hab's vergessen. Okay, versuch's. Das Gewölbe? Ja, da wollte ich auch hin. Okay, also, erstmal müssen wir irgendwie von hier wegkommen. BD1. Okay. Tut mir leid, dass ich das nicht wusste. Mann. Ja, komm, nicht schnell anpassen, was soll it? Das sind die Dinger, die haben wir, weißt du? Okay, was machen wir? Komm, welche Farbe? Welche Farbe nehmen wir? Gibt ein paar. Wir nehmen irgendeine Farbe. Mir ist egal. Gelb. Gut. Ich nehme gelb, ist kein Problem. Okay, das ist nicht gelb. Ja, das ist ein anderes Gelb. Das nennt sich Blau-Gelb. Da ist mehr Blau als Gelb. Und so, ich nehme gelb. Zack. Nee, warte, das ist orange. Sender. Boah, hier gibt's halt... Hier gibt's halt so viel, ne?
Gibt es auch ein paar, die tatsächlich echt gut aussehen. Ist halt schwierig. Das hatte ich, ne? Oder das? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Gibt es richtig viele Sachen. Also manches sieht auch wirklich nice aus. Ich nehme einfach das hier, ist okay. Der Schalter, du kannst den Schalter ändern. Den fucking Schalter, weißt du? So, wo ich mir denke, warum? Die Hülse kannst du ändern. Also Anpassungsmöglichkeiten für das, ne? Hier, Farbe. Jetzt nochmal, guck mal, eine schöne Farbe. Können wir auch rot nehmen. Oder... keine Ahnung. Sachen, du siehst dieses Schwert ja nicht mal wirklich, ne? Schwarz sieht nice aus. Also das sieht tatsächlich gut aus, finde ich. Das nehmen wir. So, jetzt haben wir ein gelbes Lichtschwert, läuft. Jawohl. Gelb. Übt. ABD, das ist viel zu klein für mich. Keine Sorge. Ich bin schon selber raus. Jetzt habe ich überhaupt gar nicht drauf geachtet, was ich hier mache. Erstmal in den Ventilator reinlaufen. Ja, man muss auch zum Friseur. Hallo? Na, auf. Klopf, klopf. Hm. Hä, macht der mir nicht eigentlich die Tür auf? Weißt du, ich habe ihn repariert, das Leben gerettet und er betrayt mich. Sehr eng. Es wird schon gehen. Okay, das finde ich, also da muss man mal erklären, wie das funktioniert. So leuchtet das nicht krass. Jetzt, Taschenlampe. Achso. Ja, nach oben. Ah, okay. Das ist die Taschenlampen-Mod. Krass. Nice. Also das war nice. Okay, machen wir es so. Ist auch in Ordnung. Da Strom drauf. Au. Au, au, au. Jetzt heilt er mich. Ja, mir geht's gut. Au. Also du kannst halt das Schwert schon übelst hart individualisieren. Du bist voller Überraschung. Finde ich cool. Aber du siehst dieses Schwert, also das, was du an dem Schwert siehst, ist ja eigentlich wirklich nur... Danke, Kleiner. Ja, also das Lichtschwert an sich so. Na schön. Und auf ein neues. Und Kleidung kannst du... Oh. Er hat verschiedene Ponchos, das war's aber. Oder halt das, was er da drunter trägt. Aber da kannst du nicht so viel individualisieren wie bei dem Schwert, ne? Ich meine, gut, das ist das. Tja, wie kommst du ja, darüber definieren... Definieren sich ja auch die Aliens, wollte ich gerade sagen, die Jedi. Was soll ich da sagen? Eine Truhe. Ist es okay, wenn wir uns daran bedienen? Ja, hä, mach doch auf. Hä? Ah. Okay, ich habe die Truhen sind alle schon geöffnet. Hä? I'm a little bit verwirrt. Okay, die Kiste ist auf, das heißt, die habe ich. Ich habe in diesem Bereich quasi... Kriege ich alles sozusagen nach... Oh, fuck. Jetzt muss ich da nochmal durchlaufen. BD1, hier rüber. Kriege ich alles sozusagen freigeschaltet, sobald ich, achso, brauche ich ja gar nicht, wieder mein
ja, den State sozusagen erreicht habe. Also ich map jetzt einen Teil auf, genau. Ich decke jetzt einen Teil von der Map auf und dann bekomme ich das, was ich eingesammelt habe, sozusagen wie gut geschrieben. One transfer. Okay, hat sich gelohnt. One transfer is over. Into new journey plus all collectibles, skins, lightsaber parts obtained. Chests will remain open. All lightsaber colors, all skills unlocked. Hä? Ne? All skills unlocked. Aber habe ich nicht. Also, wenn ich auf meinem Bäumchen gucke, nichts unlocked hier. So. Also ich sag mal, die du story-wise bekommst, das verstehe ich ja, dass das nicht freigeschaltet ist. Ne? Ist ja logisch. Aber eigentlich hätte ich auch gedacht, alle Skills bleiben. Aber habe ich nicht. Wie komme ich jetzt hier raus, Alter? Ja, aber, da hoch kann ich doch gar nicht, oder? Oder doch? But Fallout revolves heavily on experiencing the story when accessing certain areas. So it'll break the game to access those areas before time. Ja, gut. Also das verstehe ich schon. Das macht ja auch ein bisschen so einen Spielfluss irgendwo kaputt. Trotzdem, also das mit den Skills, das stimmt ja nicht. Also, offensichtlich. Weil ich habe nicht meine Skills. Ich könnte auch... Nee, warte mal. Doch, ich würde da hinten sogar hinkommen. Aber gut. Wir sollen ja erstmal dahin. Dann machen wir das auch. Oder das wird nach und nach freigeschaltet. Keine Ahnung. Also laut Forum sagen hier aber viele, dass es kacke ist, dass man die Skills nicht behält. Weil jedes Soulspawn Hero Game ist eher so weit behält. Ja, okay, dann. Okay, Karte runter, Karte hoch. Habe ich verstanden. Danke. Ich schaff's nicht darüber. Es muss noch einen Weg geben. Okay, also behält man die doch nicht. Das war wahrscheinlich das, was die mal machen wollten. Dann haben sie gesagt, ja. Ist zu einfach. Boah, das war aber nochmal lucky. Okay, ne, aber gut, ich meine, immerhin, das behält man ja. Okay, das hat sich jetzt... Okay. Das hat sich jetzt erweitert. Vorher waren es, glaube ich, 7 von 16, jetzt sind es 15 von 16, okay. Ja gut, hieß es wirklich New Game Plus, weil es heißt ja, glaube ich, New Journey. Das New Game Plus gibt's so... gibt's in dem Spiel nicht. Das ist New Journey, also neue Reise Plus heißt das. Ja, irgendwie... Ja, es ist auch verständlich. Also ich muss schon sagen, irgendwie verständlich, dass du nicht alles gleich hast. Weil manche Fähigkeiten kannst du auch gar nicht nutzen, weil du ja die, ich sag jetzt mal, die Skills noch gar nicht hast. Also du hast ja noch nicht das Doppelschwert zum Beispiel, ne? Aber ich finde so die Standardsachen, genau, die Standardsachen könntest du behalten. Ach, eigentlich dumm. Das hätte ich gar nicht mal brauchen. I think it keeps them unlocked, but they stay locked until you relearn the associated skill, okay? Ah. Okay. Damit wollte jemand unbedingt zum Gewölbe. Also dann auch nicht alle, aber wenn du jetzt Wandlauf zum Beispiel lernen würdest und es, Mann, gäbe irgendwas, was auf Land, auf den Wandlauf aufbaut, hättest du den. Ja, weiß ich nicht, ob das so ist. Keine Ahnung. Wird man sehen, ne, letztlich. Also ich finde, mega schlimm finde ich es jetzt nicht mit den Skills. Aber es wäre halt schon cool, wenn du zum Beispiel dein Leben noch... Nee, ich hab auf das Ding habe ich gar keinen Bock.
genau, mach den erstmal kaputt. Nice. Die Frage ist, wird das Spiel auch schwerer? Ja. Also soll, glaube ich. Oh, scheiß die Wand an. Ich glaube, das kann ich sogar theoretisch blocken, ne? Das nicht. Aua. Ja, gib ihn mir doch. Danke. Will ja auch mal Zeit, du Arsch. Ja, das ist okay. Das ist ein normaler Angriff. Die kann man blocken. Okay, erst tot. Also letztlich, keine Ahnung, ob es wirklich schwerer wird, ne? Weiß ich nicht. Ich würde jetzt davon ausgehen... Oh, warte. Aber ob so ist... Ich würde es nicht beschwören wollen. Oh, ich hasse. Ab mit seinem Kopf. Woo. Ja gut, da waren wir, da kann ich hochklettern. Da müsste ich auf die Karte gucken. Das kann ich noch nicht. Weil das kann ich noch nicht. Ja, aber im Grunde... Also es macht dir... Das in dem Sinne ein bisschen einfacher, weil du musst nicht mehr backtracken unbedingt. Weil da ja alles offen bleibt, wenn du die Karte einmal wieder freigeschaltet hast. Ja, hier brauche ich einen Wandlauf für, okay. Also ich spiele auf einer schwierigeren Schwierigkeitsstufe. Das macht das Spiel schwerer. Aber sonst weiß ich nicht, ob da irgendwas schwerer gemacht wurde. Keine Ahnung. Also bisher finde ich nicht. Ja, ich glaube, wir gönnen uns erstmal ein bisschen Leben, oder? Kells maximale Macht erhöht wäre natürlich auch gut. Aber ich denke mal, wir gehen erstmal auf das Leben, weil es gibt ja auch ein paar Fähigkeitenpunkte, ne? Ja gut, die können respawnen, das ist mir egal. Ah, wir müssen jetzt erstmal gucken, da unten ist ein Vieh. Huch! Drecksvieh, Stor. Eigentlich voll dumm, müsste das nicht schon Schaden bekommen? Also allein durchs Blocken müssten die doch Schaden bekommen, oder? Ich meine, das ist ja ein Lichtschwert. Aber hier brauche ich auch so viel. Hier brauche ich auch Wandlauf und... Oh, ist das? Da komme ich halt auch noch nicht hoch. Ich wäre da rüber gekommen, okay, aber ich glaube weiter nicht. Na gut. Ich mein Glauben. Wie komme ich denn wieder weg? Schönes Gras. Schön hoch und so. Hm. Siehst du was da drin? Oder kriege ich den jetzt? Mal schauen. Ah, okay. Versuch's erneut. Es ist schwierig, Meister.
Ja, der Weg ist sehr schwierig. Es mag unmöglich. Los, Topfboy, hau rein. Mit Beharrlichkeit überwindest du jedes Hindernis und mit der Macht als Verbündetem. So meisterst du jeden Pfad. Gut. Versuch jetzt, mich zu erreichen. Das ist aber gemein. Ja, Meister. War nicht nett. Okay, ich mach das nochmal von vorne. Ey, was heißt denn schneller, mehr Intensität? Ich bin intens, Junge. Lauf auf zu... bla bla bla, okay. Cool. Taktischer Leitfaden. Geil. Ja, freu nicht. Na gut, das ist jetzt das halt. Ne? Mein Fähigkeitenbaum, ja, ist halt... hat also nicht erweitert. Aber okay, ja, mein Gott, das ist halt so. Ich erinnere mich an alte Tricks. Jetzt erreiche ich auf jeden Fall schon mal Orte, die ich vorher nicht erreicht habe. Ich weiß aber nicht, ob das hierfür schon was bringt. Ich glaube nämlich nicht. Nee, weil da musste ich ja noch höher kommen. Ich glaube, da brauchst du noch den... Boah, weiß ich gar nicht. Doppelsprung oder irgendwas brauchst du dafür, aber... egal, bringt mir aber für die... Map schon mal was, um weiterzukommen. Wobei man dann auch nicht mehr alles untersuchen müsste. Problem ist, muss ich ja doch, weil ich gar nicht mehr weiß, wo ich überall war. Weil irgendwo hat mir was gefehlt. Ich bin ja nur bei 97%. Da könnte man ja 100 draus machen. Ne? Oder auch nicht. Man springt einfach runter. Was ist los? Aha. Am Anfang des Spiels, ey, alles scannen. Ne? Der will einfach... ich glaube, der will einfach die Scheiße aus einem rausscannen. Das ist ein... ja. Nee. Hä? Ich finde doof, dass du nicht an allen Wänden einfach das kannst, ne? Bereich wurde meditiert. Und jemand, der den Orden der Jedi kannte. Hä? Oh, jetzt bin ich wieder unten. Okay, ich denke mal, der Bereich dürfte ja soweit durch sein. Oh, ne, guck mal hier, meine. Ich habe noch nicht alle Geheimnisse entdeckt. Oh, warum nicht? Hä? Erkundet nur zu 50%. Oder ist das hier oben was? Ah, ich weiß nicht. Bei 80%. Eigentlich ist das eher was für später, wenn du auf alle Areale zugreifen kannst, oder? Ja, schon wieder hier. Also backtracken muss man ja, also müsste man theoretisch sowieso in diesem Spiel, weil du ja nicht alles gleich schaffen kannst. Das ist bei Stream Elements irgendwie doof. Du kannst, ich weiß nicht, gib mal nur Hours ein. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Aber bei Stream Elements ist das halt irgendwie komisch gemacht, finde ich. Okay. Was ist das? Hä, jetzt bin ich doch... achso. Einfach hier auf den, ne? Zack. Aber der geht noch gar nicht. Hat 20 Days. Watchtime, okay. 20 Tage, 5 Stunden. Ja gut, aber er zeigt dir halt leider nicht die Stunden in Stunden an. Ja. Ich weiß nicht, ob das Einstellungssache vielleicht ist, dass er dir das anzeigt, keine Ahnung, aber... oh, nö. So.
Kurzen Prozess. Was ist denn los jetzt? Wo ist er? Hä, wo ist er hin? Ach, der ist auf meinem Rücken noch. Ich dachte, er ist weg. Ja, manches ist bei Stream Elements halt komisch, dass er dir das halt so in Stunden... Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob ich das auch irgendwie einstellen kann. Dass er das in... also, wenn er 24 Stunden hat, dann habe ich 485 geschaut. Ja, das kann gut sein. Huch. Hä? Danke. Boah, das war gut. Stimmt, die kann ich ja auch. Die kann ich auch kontern, blocken, was auch immer. Aber ich glaube, ich habe safe mehr geschaut wegen Leuten und so. Das Ding ist, du darfst ja nicht vergessen. Ich weiß nicht, ob er die Sachen übernimmt, als ich Streamlabs benutzt habe, ne? Da weiß ich nicht, ob er das mitzählt. Keine Ahnung. Aber theoretisch, den Lurk, den müsste er mitzählen, oder nicht? Ich muss da unten nur noch... Nee, warte mal. Hä, wo war das? Ach, da, wo der komische Propeller ist, mein Gott. Also weiß ich nicht. Ne? Lurken zählt er mit, aber ich weiß nicht, ob er das mit Streamlabs auch mitzählt oder nicht. Das weiß ich tatsächlich nicht. Denke nicht, dass er den mit übernimmt von Streamlabs, weil halt komplett was anderes ist. Ich weiß ja nicht, ob er die Twitch-Datenbank sozusagen ausliest, ne? Also letztlich kann ich das sogar nachgucken. Ich könnte einfach bei Streamlabs auf die... Oh, warte. Hier kommt da auch so ein Kackvieh, ne? Bei Streamlabs könnte ich ja theoretisch auf die Statistik gucken. Oder warte mal kurz. Ah, muss ich gar nicht. Der Bot ist ja an. Der gibt mir, glaube ich, auch Statistiken. I don't know. Ich glaube ja. Nee. Ja, doch, irgendwie schon, aber weiß ich jetzt nicht. Da fand ich es halt ganz geil, dass du, also er zeigt das irgendwie an, aber ich weiß nicht, wie ich mir das selber anzeigen lassen kann. kam hier nicht auch so ein fettes Vieh hoch? Okay, anscheinend nicht. Hat keinen Bock. Ich weiß ja doch gar nicht. Wo kann man denn zum Beispiel... Man kann doch irgendwo gucken... mal hier, ne? Also ich habe insgesamt 1400 Stunden gestreamt. Man kann auch, irgendwie gucken, wie viel man dieses Jahr gestreamt hat, ne? Jeder, glaube ich, auch. Meine ich. Guck mal, ich habe im Oktober 142 Stunden gestreamt. Ich habe im November 114 Stunden gestreamt. Ich habe im Dezember 102 Stunden gestreamt. Ja, aber wie stelle ich ein, dass ich das nur von diesem Jahr sehen möchte? Achso, dann muss ich das Startdatum wahrscheinlich ändern, ne? Auf Januar 1. Okay, wenn ich jetzt... Ich habe gestreamt, also... Man muss bedenken, ich habe ja nicht das ganze Jahr gestreamt, ne? Wann habe ich denn wieder angefangen zu streamen? Im September oder sowas, ne? Ich glaube Mitte, Ende September. Ich habe seitdem 411 Stunden gestreamt. In, ich sag jetzt mal so 3 Monaten knapp. Das ist schon okay. Woo. Hä, was willst du? Guck hier rein. Na gut, dann.
ich finde, für die Zeit ist das schon okay, ne? Am 22. September habe ich wieder angefangen zu streamen. Seitdem habe ich gestreamt 411 Stunden und 4 Minuten. Also ja, keine Ahnung. Nee, das sind dann so gesehen, warte mal. September, Oktober, Oktober, November. November, Dezember. Ja doch, sind 3 Monate, ne? In 3 Monaten 400 Stunden. Ja. Wenn ich mal über, wenn du das jetzt mal hochrechnen würdest auf 12 Monate, Wahnsinn, kommst du auf 1600 Stunden. Letztes Jahr habe ich gar nicht gestreamt. Haha. Nee, stimmt auch nicht. Habe ich doch gestreamt. Gut gemacht. Wer du auch bist. Die Prüfung, die ich hinterließ, hast du bestanden. Und hast Zugang zum Gewölbe und dieser Aufnahme. Einem von vielen verschlüsselten Logs gespeichert in diesem Droiden. Oh, nee. Ich bin Meister Ino Cordova. Ich kenne vielleicht deinen Namen nicht, aber deine Aufgabe. Das Schicksal des Ordens der Jedi liegt in deiner Hand. Dieser Ort, dieses Gewölbe ist ein heiliger Tempel. Erbaut von einer vergangenen Zivilisation namens Sepho. Ich meditierte hier und erhielt eine Vorahnung durch die Macht, eine Vision des Untergangs. Ich platzierte in diesem Gewölbe ein Jedi-Holokron. Es enthält eine Liste der Namen und Aufenthaltsorte junger Machtbegabter aus der gesamten Galaxie. Letztes Jahr vor dir befindet sich die innere Kammer des Gewölbes, aber auch ein habe ich bis das letzte Mal am 7. gestreamt, waren es 597 Stunden. Und ihn auch versteht. Suche die versteckten Gräber der drei Weisen und lerne die Geheimnisse der Macht wahrzunehmen, so wie es einst die Sepho taten. In diesem Droiden findest du alles Nötige, okay, um 20? Reise erfolgreich zu sein. 366 Stunden, ist aber auch nicht viel. Heimatwelt der Sepho. Dort wirst du Frieden finden im Auge des Sturms. Just vor so Lulli-Zeit, ne? Und möge die Macht mit dir sein. Mein Gott, du hast ja insgesamt deutlich mehr Stunden als ich gestreamt. Also, dann warst du wohl der jemand, den ich treffen sollte. Du hast ja dieses Jahr mehr gestreamt als ich insgesamt. Weißt du, ich war allein und das, tja, ziemlich lang. Ohne jede Aufgabe, nur versteckt. Das ist kein Leben. Nicht für einen Jedi oder einen Droiden. Und wenn man bedenkt, ich habe vor 3 Monaten quasi wieder angefangen, ging es doch recht schnell mit dem Affiliate. Hey, kommst du mit zu ein paar Freunden von mir? Du hast gar keine Freunde. Da kommen wir später nochmal zurück. Da kommt der jetzt? Das kann auch sein. Ich weiß das nicht mehr. Da kam noch so ein fettes Vieh. Nee, brauche ich nicht. Ich habe gefunden, was ich sehen sollte. Hui. Ich glaube, da kommen sogar 2, ne? Oh shit, das war doof. Easy game. Tschüss. Jetzt lass mich nochmal durch hier. Die doch einfach so da liegen. Funny. Richtig funny, Frosch, ey. Krass. Okay.
Haben wir das doch schon mal. Ich verstehe das. Hier ist erkundet voll. Hier nicht. Hier sind 28%, aber weil ich hier noch nicht war, oder was? Hier fehlt mir aber auch noch ein Geheimnis. Also das sind so Sachen, die verstehe ich gerade noch nicht. Das gehört aber mit zu dem. Ein Geheimnis fehlt mir. Das Problem ist, ich weiß auch nicht, was mir insgesamt überhaupt gefehlt hat. Deswegen, ich denke mal, das ist halt sinnvoller, wenn du hier nochmal zurückkehrst, wenn du alles kannst, beziehungsweise die ganze Map aufdecken kannst, ne? Denke ich. So, hier ist die verlassene Werkstatt. Okay, da will ich aber gar nicht hin. Scheiße. Egal. Gehen wir trotzdem. Nee, hier. Also weniger als dieses Jahr. Ja. Anscheinend waren die Sepho interessiert an Datumir. 1423 Stunden. Nur. Dass eine so friedliche Kultur, die nur. Faszination hegt, genau. Nur. Eins ist. Ja. Dunkel. Ja, das. Ja, also sehe ich auch so. Ja, ja. Ich habe 1424 Stunden 41, ne? Nur mal so. Komplett auf Twitch. Ja gut, ich meine, wie lange streamst du jetzt schon auch, ne? Musst du ja auch, also hast du insgesamt ja schon ja über 400.000 Stunden? Ja. Wird schneller gehen. Ja, läuft, ne? Läuft, läuft, läuft. Läuft einfach. Tipptopp. So, da kann ich rüberspringen. Ja. Ja, ist halt so die Sache, wenn du jetzt sagst, ja klar, du streamst halt weiter. Okay, die ist auf. Aber das Ding, da weiß ich halt nicht, wie ich da hinkomme, ne? Aber die bleiben nicht lange genug. Oh, 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 oh. Ja, wobei, gut, man muss natürlich auch dazu sagen, du hast immer das ganze Jahr gestreamt. Ich habe ja immer irgendwie nur partiell gestreamt, ne? Also dieses Jahr, wann habe ich denn da angefangen? So, ne? Muss man ja auch mal bedenken. Ich habe ja dieses Jahr tatsächlich erst im September wieder angefangen. Letztes Jahr habe ich nur bis Juni gestreamt, also... Und es wird wahrscheinlich, ich meine, ich würde mich darüber freuen, dann, wenn wieder ein paar Pausen dazukommen. Im Grunde, da muss ich eigentlich gar nicht hoch, habe ich ja schon. War ich hier schon? Nee. Okay. Ist halt im Grunde. Och nee, Alter. Okbo Schlabokto. Er macht auch nur. Yo, Alter, der macht auch nur die Scheiße. Come on! Hä? Das war ja wohl geblockt.
Ach, hä? Hab ich zu spät geblockt? Scheiße. Okay. Das war Nummer 3. Jetzt weiß ich nur nicht, wo ich als letztes war. So eine Scheiße. Aber ich glaube, diese, das, was du eingesammelt hast, das bleibt, ja. Oder? Oh, hier oben. Och, nö. weil ich das da unten nicht genommen habe, weil ich dachte, ja, pff, easy game. Also du wirst nicht wissen, wie viel ich insgesamt schon gestreamt habe. Ja, also wenn ich von den... Ah nee, das bleibt alles offen, okay. Wenn ich nur von den Sachen ausgehe, die du gesagt hast, dann sind das, ja. Hä? Warte mal ganz kurz. Muss ich da doch nochmal runter? Oh, da habe ich aber keinen Bock drauf. Sind das ja mindestens 4,5. Und ich gehe mal davon aus, es sind mehr. Also bestimmt, ja, weiß ich nicht, 5,5, 6.000. Keine Ahnung. Lol. Also, Hast du 2020 erst angefangen? Ich wusste nicht, ob du schon vorher angefangen hast zu streamen, deswegen. Aber wie gesagt, aus den Jahren, wenn man das berücksichtigt, dann müsste das ja so sein eigentlich. Mit 4.500 so. Hättest du jetzt vorher angefangen, wäre es natürlich dementsprechend mehr gewesen. Aber das wusste ich halt nicht. Okay, du bist tot. Nice. Na, 3.000 mehr als ich. Läuft. Und was Halle dir brach. Okay. März 19. Okay. Was ist das? Ja, März 20. Also März 20 könnte ich mir vorstellen. Also dann würde das passen mit 1500 und 1400 und 1500. Dann würde das passen mit den Stunden. Oder du hast mal angefangen und hast nicht lange gestreamt und hast dann eine mega lange Pause gemacht. Muss ich das nochmal holen? Nein. Oder? Nein. Nein, das habe ich schon. Sehr schön. Gut. Jetzt muss ich natürlich irgendwie da wieder hinkommen, wo ich gerade war. Weil Octo will ich natürlich schon besiegen. Eieiei, das war aber knapp. Aber das ist ja während des Schätzens eines 1600. Ja, also wie viel hast du jetzt? 1512, ne? Ja, also ich sag mal so, das könnte gut sein. Also ich denke, das Jahr hat noch ein paar Tage. Ne? Und ich vermute mal stark, du wirst noch ein bisschen streamen. Also bei mir werden sich diese 411 Stunden ein bisschen wahrscheinlich noch erhöhen, aber nicht mehr allzu viel. Also auf 500 werde ich nicht kommen. Okay, komm, du kleiner Schlingel. Weil, ich werde so viel dieses Jahr gar nicht mehr streamen. Oh, ey, der macht auch nur die Scheiße gerade, ne? Tschüss. Bossgegner, der bleibt tot. Weil wie gesagt, so lange, also nee, so lange, hä? So viele Tage werde ich jetzt dieses Jahr nicht mehr streamen. Also heute, also gestern, ne?
Heute werde ich nochmal streamen. Ja, und am Dienstag. Und das wird es dann vermutlich für dieses Jahr gewesen sein. Ja. Eventuell. Ja. Ich lass dich hängen wie einen schlabbrigen Hoden in der Mittagssonne. Genau so lasse ich dich hängen. Woo, da bin ich wieder, Boys. Ja, dann ist halt Family da, ne? Dann ist halt mit Schatrimen schwierig. Okay, hier können wir noch hin drüber laufen. Das mache ich mal noch. Also das will ich wissen. Ne? Oh Gott. Fuck. Das ist kein Tod. Ein Tod ist es nur dann, wenn du stirbst. Ich bin nicht gestorben. Ne. Okay, damit Wandlauf. Aber warum komme ich nicht mehr darüber? Hä? Was ist denn das für ein Quark hier? Nee. Da muss ich dich korrigieren, das ist der vierte. Also außer das zählt nicht als tot, dann war es der dritte. Aber sonst wäre es der vierte eigentlich, also tatsächlich. Bin ja gegen Piso-Kacko gestorben. That thing. Oh. Mann. Die können hier Kreisel drehen, die können springen, die können einfach alles, ne? Ich habe mich, glaube ich, damals schon gefragt, ob man gegen dieses Vieh kämpfen kann. Aber ich sehe halt absolut keinen Weg dahin. Du kommst hier runter, da sind Gegner. Da kannst du noch einen Scan machen. Okay, ja, das wäre natürlich auch cool. Mann, die gehen einem, ey, ohne Witz, die gehen einem so auf den Keks, die Viecher. Das ist schlimm, ne? Ach, danke schön. Hilfe! Oh, ne. Ach, scheiße, ich bin auf den gelockt. Das ist jetzt ärgerlich. Ach so. Die brauchen ja zwei Schläger. Ich hab's vergessen. So. Kann man das scannen? Dein Ernst? Jetzt bin ich hier runtergegangen. Man kann es nicht scannen. Was ist denn eine Scheiße? Wie komme ich denn wieder hoch? Ah, jetzt kann ich scannen. Ach, die. Ja, ja. Ah, jetzt kann ich auch das scannen. Say what? Hallo? Ah. Nee. Da komme ich halt noch nicht rüber, ne? Weil das kann ich noch nicht. Scheiße. Hi.
Wow. Okay, der hat Bock. Ich glaube, da kommt gleich Ton 5 dazu, wenn das hier so weitergeht. Ich glaube tatsächlich, ich bin mir nicht sicher, viel weiter kommt man nicht. Gerade zum jetzigen Zeitpunkt, denke ich zumindest. Ich muss jetzt erstmal gucken, wie ich zurückkomme. Hä? Ja, wow, da kommt... Hä? Oh nö, da komme ich nur dahin. Das ist belastend. Das ist belastend. Einmal runter, wieder hoch, ne? Oh, oh. Keine Ahnung. Ach komm. Wir warten ein bisschen mit dem Skillen. Und dann passt das schon. Blöde ist, dass das hier wieder da ist. Aber das, theoretisch kann ich das ignorieren. Und dich halt auch, ne? Geht einfach darüber. Und tschüss. Oh, warte, der Fahrstuhl kommt. Ich meine, das ist so der Startplanet. Später die Planeten, die sind halt schon um einiges geiler, finde ich. So, hä, wie komme ich denn jetzt zurück hier in dem Scheiß? Ah, irgendwie hier ist bestimmt richtig. Keine Ahnung. Ne. Als ob der nicht gleich beide getroffen hat. Blöd Viecher, ey, die gehen einem echt ein bisschen auf den Pipi. Auf den Piephahn. Die arbeiten auch voll zusammen, ne? Ist voll die Crew hier. Arsch, Le Joss. Hä? Hä? Okay, den habe ich geblockt. Wenn du die jetzt richtig blockst, ist das schon nice, aber ist halt manchmal schwierig, ne? So. Ja, warte mal. Im Grunde, ich kann nur dahin, ne? Hier glitzert irgendwas. Oh, ich hab's mir eingebildet. Da lang? Boah, jetzt finde ich den Weg zurück. Nee, da komme ich da hin. Ich will wieder zurück. Hä, da komme ich aber auch. I'm a little bit verwirrt. Nee, warte mal. Da komme ich dann auch dahin. Toll, und dann komme ich... Hä? Es gibt meinen Weg zurück nicht mehr. Den haben die einfach abgebaut. Ärgerlich. Hä, warte... Ich komme nicht mehr zurück. Ich komme jetzt wieder hier runter. Was will ich denn da unten? Dann werde ich wohl den Weg nochmal nehmen müssen. Aber jetzt, warte mal, jetzt kann ich den Band laufen, ne?
Now I can get that. Der Rat der Jedi hatte ihn frustriert. So, wie komme ich da hoch? Noch gar nicht, oder? Komme ich da noch nicht hoch? Da ist ein anderer Weg, aber... Nee, da hoch komme ich, glaube ich, noch wirklich nicht, ne? Ich denke nicht. Scheiße. Ach nee, ja, da muss ich noch was anderes für können. Ich glaube, da muss ich die Sachen bewegen können. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Wo ist er hin? Hallo? Als ob der jetzt da oben ist. Vor allem der erste Heal damit, der hat mich ja voll geheilt, ne? Und jetzt, gut, ich habe mehr Leben, okay. Punkt, ne? Aber trotzdem. Nee. Hä? Ach, ich bin noch komplett verwirrt hier. Ich muss dahin, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher, wie viel zum Anfang zurückkommt. Ich könnte auf die Map gucken. Wäre natürlich smart, aber ich bin ja nicht smart, deswegen mache ich das einfach. Jetzt bin ich einfach wieder hier. Ey, ich bin gerade zu dumm einfach. Ich finde gerade den Weg nicht zurück zur fucking normalen Map. Hä? Ich bin gerade, to be honest, übelst überfordert. Ich ist in meinem Kopf gerade nicht drin, der Weg, ne? Also, so gar nicht. Also, bin ich jetzt schon dreimal gefahren? Da, wenn ich da hinkommen würde, wäre schon nice. Dahinter hoch. Ich kann mit dem. Kann ich dahin fahren? Nee, die geht. Weiß ich nicht. Na gut, das können wir mal probieren. Dann würde ich zurückkommen. Wäre natürlich easy. Also zu easy. Okay, da ist irgendwas lang geflogen, aber das ignoriere ich. Nee, das, da komme ich nicht lang. Hä? Da komme ich nur dahin. Aber gut, warte mal. Wenn ich hier hinkomme, ne, ist ja auch schon mal okay. Weil von hier komme ich auf jeden Fall wieder irgendwie zurück. Jetzt ist das Fede 4 halt wieder da, was mich natürlich übelst abfuckt. Ja, 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 ja. Oh, nö, Alter, nö. Da habe ich keinen Bock drauf, ich bin weg. Weil wenn mich das Ding jetzt killt, dann muss ich ja den ganzen Weg nochmal laufen. Kein Bock. Okay, hier sind wir jetzt auf einem guten Weg. Endlich. Da werde ich mich hier auch ganz kurz mal hinschillen. Jetzt habe ich 2 Punkte, die kann ich ausgeben. Was ich aber doof finde, die Kisten hast du zwar, aber zum Beispiel, also das würde ich ja schon irgendwie fair finden, wenn du, das ist gut, mit dem länger verlangsamen Kisten verbessert sich dadurch, erleidet er durch Angriffe weniger Block-Ausdauerschaden. Ja. Wenn du, was wollte ich denn jetzt sagen? Achso, wenn du diese Lebensdinger, die du finden kannst und
für deine Machtverbesserung, wenn du das schon hättest, weil so, die musst du ja tatsächlich nochmal finden. Finde ich doof. Also das finde ich echt ein bisschen doof. Muss ich sagen. So, wo gehe ich jetzt lang? Gehe ich jetzt da lang? Da bin ich zu dem fetten Vieh gekommen. Da könnte ich nachher noch mir einen Shortcut machen. Ich kann nicht mehr hören. So, endlich. Puh. Geschafft. Warum ist das eigentlich? Nee, das ist was Besonderes. Ich weiß nicht, was das ist. Genau. Ist auch egal. Es ist ein Eingang zu irgendwas. Ja. Ja, wofür das? Achso, das sei für da. Darüber, okay. Ja, das muss ich, glaube ich, sogar nehmen, oder? Damit ich zurückkomme, ja. Okay. Okay, jetzt bin ich hier. Jetzt gehen wir einmal runter. Jetzt habe ich natürlich ein bisschen das Problem. Ich weiß nicht, was ich morgen zum Beispiel streame. Oder heute, später. Das kann ich noch nicht. Nee, das kann ich noch nicht, weil ich kann ja... Ich kann verlangsamen, aber ich kann das andere noch nicht. Okay, für später. Wobei, müssen wir das theoretisch machen? Ja, okay, hier ist, also die Geheimnisse, jetzt wissen wir es, jetzt wissen wir es, ne, jetzt wissen wir Bescheid, die Geheimnisse sind wichtig. Ach, leg mir doch die Nüsse, ey. Gar keinen Bock, einfach. Das heißt, überall nochmal durchgehen. 2 von 6 Geheimnissen gefunden und ich weiß ja nicht, wo die alle sind. Wobei ich das easy finden müsste... Das gehört dazu, okay. Jo, gönn dir ein geiles Käckerchen. So, ich gehe auch mal kurz, ich gehe auf Schiffs zurück und auf Schiffs zurück. Läuft. Gehen wir, BD1. Achso, wie gehe ich da? Achso, vielleicht sollte ich auch dahin gehen, wo ich rein kann. Und gehe da mal kurz... Ein Rauchen. Und dann gleich weiter. Ne? Jo, bis gleich. Du hast bestanden. Ihr wusstet von BD1? Komm an Bord. Wir reden drin. Oh, BD1, das ist Grease. Hey, Grease. Was ist das? Runter von meinem Sofa, runter von meinem Sofa. Geh weg, raus hier. Das ist BD1. Einer von uns. Ja, egal, zu wem er gehört. Hast du eine Ahnung, wie schwierig es ist, Ölflecken aus dem Sofa rauszukriegen? Botuli-Gewebe ist empfindlich. Eigentlich nicht. Ich hoffe, du hast noch was Besseres gefunden als diesen Droiden. Komm runter, Grease. Das hat er. Leg los, Kerl. Das Gewölbe stammt von einer alten Zivilisation, den Sepho. Ein Jedi namens Ino Cordova hat irgendwas darin versteckt. Was hat er darin versteckt? Ein Holochron aus den Archiven. Es enthält eine Liste machtbegabter Kinder. Die nächste Generation der Jedi. Ich wusste es. Ach, Cordova, du alter Narr. Ihr kennt den Mann? Ja. Es ist ziemlich lange her. Ich war damals seine Schülerin. Cordova war ein Einzelgänger. Außer dem kleinen Druiden und mir weiß wahrscheinlich niemand von Bogano. Halt, Moment mal. Ein Holo, was? Holocron. Es speichert Informationen, aber nur Jedi haben Zugriff. Wartet kurz, ich glaube, ich habe eins hier. Nutze die Macht. Hier spricht Meister Obi-Wan Kenobi. Ich bedauere, berichten zu müssen, dass unser Jedi-Orden sowie die Republik gefallen sind. Mit dieser Liste von Machtbegabten könnten wir den Orden wieder aufbauen und das Imperium besiegen. Okay, kein Problem. Holen wir sie. Aber das Holochron ist tief im Gewölbe versteckt und wir müssen zuerst Cordovas Pfad folgen. Er hat was über den Planeten Datumir gesagt und über eine Sepho-Heimatwelt. Also gut, wohin fliegen wir? Ich frage nur, weil ich sonst was Schmackhaftes gebrutzelt hätte. Hör zu, bevor es losgeht, muss ich noch was wissen. Warum seid ihr kein Jedi mehr?
Ich hatte ein Erlebnis und sehe jetzt vieles anders. Darum habe ich mich von der Macht getrennt. Aber den Orden wollt ihr wieder aufbauen? Ich glaube, dass der Wiederaufbau des Ordens unsere beste Waffe gegen das Imperium sein wird. Und was glaubst du? Dass ich mich nicht ewig vor dem Imperium verstecken kann, also habe ich keine andere Wahl. Kerl, solange du lebst, wirst du immer eine Wahl haben. Seid ihr dabei? Sind dabei. Datumir oder Sepho, du hast die Wahl. Okay, Brudi. Let me look, my friend. I want to go to, I don't know, here. We have, we can interagieren. Hast du noch nie ein Terrarium gesehen? Nee. Schon, aber da sind doch sonst Pflanzen drin. Ich war damit beschäftigt, dich durch die Galaxis zu chauffieren. Aber du könntest mir ein paar Samen mitbringen. Dachte, du hast die Natur. Wenn sie dann draußen ist, schon. Ich hab nur einen. Aber eine ausreichend dicken Spritzdick. Da geht mir das Herz auf. Okay. Mal sehen, ob ich welche finde. Sieht einsam aus. Ja, man kann hier noch ein paar Sachen machen. Später kommt noch ein Vieh mit und... Ja, alles geil. Wir können hier natürlich auch, ne, uns ausruhen und meditieren und Punkte verteilen. Das können wir natürlich auch machen, dass wir das ja später immer machen. Man muss mal schauen, ne? Also wie gesagt, das werde ich dieses Jahr never durchspielen. Dafür ist das, glaube ich, ein bisschen zu umfangreich. Oder ich müsste halt übelst viel streamen. Was aber auch nicht geht, weil Termine sind ja auch am Stissel. Theoretisch, ne? Deswegen. Sia, fühlt ihr die Macht überhaupt noch? Ja. Aber statt mich zu öffnen, unterdrücke ich sie. Du solltest genau das Gegenteil tun. Draußen fiel mir etwas über mich von vor der Auslöschung ein. Das war schmerzhaft, aber auch wie ein verlorener Teil von mir. Das ist gut. Du lernst, die Macht wieder zuzulassen. Wie könnt ihr das sagen? Weil ich weiß, wie es ist, ohne sie zu leben. Okay, ich versuch's weiter. Ja. Sehen wir es uns an? Ah, okay. Also hier habe ich 67. Ich komme noch nicht überall hin. Da wo dann... Okay. Das heißt, Backtracking müssen wir so oder so betreiben. Boah, gar keinen Bock. Sepho, 43 Truhen. Ich glaube, die Truhen habe ich auf jedem Planeten alle gemacht. Warte mal, da können wir... kann man das nicht gucken? Speichert der automatisch? Guck mal ganz kurz was. Oh, ach nee, ah, ich habe New Game Plus gemacht, ne? Der macht weiter auf dem Spielstand, scheiße. Also ich denke mal, der wird keinen neuen Spielstand anlegen. Das wäre natürlich episch, aber... Ich denke nicht. Okay, wir ruhen uns einfach nur kurz aus. Zack, zack, gehen hier nochmal raus. Ich würde mal gern was wissen. Extras. Geil. Also das sind tolle Extras, die finde ich richtig nice. Lautstärkeumfang. Hier kann man das auch machen. Standard. Mitternacht. Wir können mal Mitternacht machen. Ich weiß nicht, was das macht, aber ist geil. Ich beende mal ganz kurz. Titelbildschirm, mach mal. Ich will nämlich mal wissen, ob der ein extra Save wieder anlegt oder nicht. Machen wir kurz Reise laden. Alter, am 29.11. habe ich das letzte Mal geschaut, das ist ja krass. 97% Reise abgeschlossen. Ich will das mal ganz kurz laden. Ja, wobei, ich weiß ja nicht, auf welchem Planeten ich bin. Weil dann wüsste ich, wonach ich nur gucken muss, ne? B. So, Reise abgeschlossen. Bla, bla, bla. Ja, ja, hier, da, die, das, Ananas, Pipapo. Schlubbeldi-Bups. Da fehlt mir ein Samen, ne? Egal. Darum geht's nicht.
Will mal was wissen. Das Krasse ist, warte mal. Genau, ich habe alle Truhen. Okay, hier haben mir zwei auf Datum, hier haben mir zwei gefehlt. Hier haben mir zwei gefehlt und hier haben mir welche gefehlt. Ich habe auch nicht alle Geheimnisse. Okay, deswegen nur 97%. Alles klar, gut, dann I got it. Karte. Auf A gibt es eine Karte. Okay, dann weiß ich ja Bescheid. Also ich habe das... Ja, aber das meiste habe ich. Also mir fehlen im Grunde ja nur 4 Truhen. Nee, warte. Doch, 4 Truhen. Und... Ja, 3 Geheimnisse. Das ist ja easy. Und dann bin ich... Vor allem hier nur 98%. Wo war ich denn nicht? Also jetzt mal Retalk. Hier war ich doch überall, oder nicht? Anscheinend ja nicht. 2% fehlen mir. Gut. Hier. Aha. Hier habe ich 75% nicht erkundet. Okay. Interessant. Hier habe ich ganz viel nicht erkundet. Sogar. Also müssen ja irgendwo noch Wege sein, die ich nicht gefunden habe. Wobei ich das nicht schlimm finde. Manche Maps übelst groß, finde ich. Ne? Also da ist es wirklich göttlich, wenn du eine... wenn du so... Dingsbums hast. Nennen wir es Dingsbums. Shortcuts. Nö, finde ich nicht. Ich finde das ganz gut. Weil das zeigt, dass Perfektheit nicht heißt, dass du alles machen musst. Ganz einfach. So, Reiseladen. Jetzt machen wir den anderen erstmal weiter. Wir verpissen uns. Ja doch, das ist schon wichtig. Das habe ich mich für die späteren Nachfahren zurückgelassen, damit die das komplettieren können, weil warum soll ich das tun, ne? Ich bin ja schon krasser Jedi-Master auf Disaster und so. Hallo. Hallo? Ich möchte gerne ein Schiff. Danke. Muss ich mit dir nochmal reden? Okay. Dann bis später. Ja, jetzt denkst du nach. Verschwinden wir von hier. Sepho, Alter. Datumir muss ich auf jeden Fall nochmal zurück. Und Datumir ist halt echt ein ekliger Planet. Ich weiß halt nicht, ob ich Sepho nehmen soll oder Datumir, weil wir müssen sowieso auf beide gehen. Von daher, ja, drauf. Achso, das war falsch. Keine Ahnung. Ist schon schwierig, ne? Ach komm, wir fliegen hier hin. Es geht los. Ach, und vorher war sie makellos? Sie war ein Meisterwerk, aber jetzt, wundern Sie sich nicht, wenn Sie eine Rechnung kriegen. Oh, da braucht wohl jemand Geld. Naja, klar, okay, das könnte eine Rolle spielen. Ich bin's gewohnt. Sind Sie reich aufgewachsen? Wohlstand hat für Jedi keine Priorität. Ja, ich war auch arm, aber es war nicht schlimm. Meine Crew und ich haben immer auf kleinem Fuß gelebt. Seitdem kann ich auch Tabak spielen. Ein Spiel um Credits. Merkwürdige Wahl. Ach, wir waren jung. Wir haben oben Lebensmittel. Das ist leiser, oder? Gewettet. Und um Steine. Leider hat sich das... Okay, das ändert absolut gar nichts. Alright. Geändert, als wir älter wurden. Wozu kann man... wofür kann man das denn ändern? Es ändert sich gar nichts. Na gut. Egal. Wir lassen es einfach auf Standard. Ist ja okay. Stereo-Lautsprecher. Hier Surround Sound. Achso, ich mache Kopfhörer. Bunte Steine waren auf einmal nicht mehr so interessant. Ja, auch nicht lauter. Schade, vielleicht ginge es der Galaxis dann besser. Ein bisschen. So. Achso. Ja, jetzt muss ich mich reinsetzen. Also die halbe Stunde stehe ich da rum und jetzt setze ich mal hin. Die Anfahrten sehen halt... Oh, nice aus, ne? Die sehen wirklich gut aus. So diese ersten Blicke auf so einen Planeten. Strong. Hey, Cordova hat was gesagt von wegen Friede im Auge des Sturms. Und ich sehe eine Ansiedlung genau in der Mitte. Dann müssen wir dorthin. Ja, verstanden.
Jedi Master wird Zeit für Star Wars Episode X. Jedi Master vs. Bifi Master kommt. Und Episode 11, Rückkehr der Bifi-Jäger. Machen Sie sich keine Sorgen, es ist alles in Ordnung. Natürlich ist es das, nur etwas knifflig. Ja. Ja, sehe ich. Also fühle ich auch. Ich kann es mir schon vorstellen, ne? Ich meine, so ein Jedi-Ritter kommt dann mit seinem popligen Lichtschwert und die Bifi-Ritter, die kommen einfach, die kommen mit einem Salamischwert. Also ich fühle das auf jeden Fall, ne? Und jeder weiß, nichts kann eine Salami eigentlich schneiden. Ne? Deswegen gewinnen die ja auch dann. Yes, danke. Je mehr Infos wir über Cordova und die Sepho sammeln, desto eher können wir das Imperium stürzen. Ja. Ich habe von alten Kulturen gehört, weiß aber nicht viel. Ja. Ich wusste nur, dass Cordova von den Sepho besessen war. Mhm. Er hielt ihre Lehren für bedeutsam. Mhm. Auch mich haben die Geheimnisse unserer Galaxis fasziniert. Mhm. Du solltest aufbrechen. Mhm. Gibt's viel zu lernen. Mhm. Viel Glück. Danke. Ach so. Ihr zwei habt viel durchgemacht. Ist nicht leicht. Ja, das stimmt. Aber ich denke an die, die an mich geglaubt haben. Wenn ich mich aufgebe, gebe ich sie auf. Solche Leute hast du sicher auch. Prof. Ein Freund auf Bracca. Er hat sich geopfert, damit ich lebe. Er hat an dich geglaubt. Es gibt viele, die von dir abhängen, auch wenn sie es noch nicht wissen. Mach weiter, Kerl. Für Prof. Für alle. Ja. Alle und Sparta. BD-1 ist hilfreich. Er scheint dich wirklich gern zu haben. Cordova muss Droiden gemocht haben. Muss er halt nicht selbst laufen. So wichtige Informationen, das ist, glaube ich, das Ding. Er hat BD-1 sicher nur gewählt, weil er die Fähigkeit brauchte, verschlüsselte Infos zu speichern. Diese Erkundungsdroiden sind dafür bestens geeignet. Und das ist bestimmt nicht alles. Bitte. Ich versuche gerade, mich zu konzentrieren. Oh, Verzeihung. Reese kennt sich aus. Der ist schon gewachsen. Was? So kann ich mit dem Dude auch noch hin. Jetzt weiß ich, woher die Stimme. Welche Stimme? Soma aus AC Valhalla. Von ihr hier, von Glübschi Girl. Boah, ja, das kann sein. Ich weiß nicht mehr, wer Soma war, bin ich ganz ehrlich. Hä? Let me out? Achso. Oh, hier kommt. Hier war ein nicer Fight. Hier war echt ein cooler Fight. Das war gut. Okay, einmal rumgelaufen. Es passiert absolut nichts. Gut. Kann man da hochklettern? Oder? Nee, kann man nicht. Okay. Manche Charaktere, also den Namen ja, aber den Charakter kann ich dazu jetzt nicht mehr. Oh nö, die Tür ist verschlossen. Diese. Hm. Ist dafür einfach auch zu lange her. Okay, wir können da hoch. Wir gehen hier aber hier erstmal rein. Ne? Wir gucken erstmal gucken. Hallo? Achso, ja. Ich will erstmal scannen. Was ist das? Der Brubbel. Piu. Piu, piu, piu. Ich kann sie nicht öffnen. Och nö. Vor allem mit der Macht. Oh nee, sie ist verschlossen. Hä? Müsste er sie nicht trotzdem auch. Also. Eigentlich müsste er sie ja trotzdem öffnen können. Weil ist ja mit der Macht gemacht. Sie sehen unfreundlich aus. Aufpassen, BD. Okay, das ist dumm. Oh, tschüss. Hallo?
mich hören? Da komme ich noch nicht durch, die ist verschlossen, ne? Wären Sie der Mantis gefolgt, hätten Sie uns schon längst umzingelt. Suchen Sie etwa nach den Gräbern? Hoffentlich nicht. Unser Funk geht wieder. Ich versuche jetzt, mich bei Ihnen einzuklinken. Haben bestimmt CB-Funk. Oh, diese blöden Ratten, ey. Wow. Dann halt so. So. One Hit nehme ich. Achso, hier scannen. Ich hab mein Taschenlampe immer dabei. Man weiß ja nie, wann man in eine dunkle Höhle kommt, wo man nichts sieht. Ach so, nee. So ein Ding. So ein Ding ist das. Meine Mutter hat mit diesem Stoff ihr Kind warm gehalten. Sie waren auf der Flucht. Und zwar hier. Ah. Hey, kannst du mehr tragen? Danke, BD. Stimpack Shit. Okay, doki. Dann müssen wir mal weiter gucken, wo ich jetzt. Na doch, hier kann ich runter. Aber, gell, geht's hier nicht auch richtig weiter? Müsste. Oder nicht? Komme ich nur wieder runter? Das ist doch Quatsch. Ja, doch. Alright. Ach so, hier hoch. Ja, okay. Ja, okay, dann gehen wir halt da hoch. Also erstmal hier hin, dahin, dorthin. Ich glaube, hier kam eine Ratte gleich irgendwo rausgeschissen. Nee, oder auch nicht. Jetzt öffne ich mir die Tür und ich glaube, dann kommt der komische Läufer da, ne? Oder? Später erst. Okay. Da muss ich hier noch ein bisschen mehr Stress machen, damit er kommt. Okay. Ich habe versteht. Hallo. Oh. Ich finde das schon funny, wenn du die so tötest. So, wir gucken uns Naturlemo um und schauen, wo wir hier hinten können. Oder nicht. Ja, okay, da können wir nicht hin. Ah, hier war eine Kiste. Ja, okay. Das ist jetzt nicht krass. Bin ich irgendwie hoch? Oh, oh. Oh, oh. Ah, da bin ich wieder. Guten Tag. Oh Gott. Da fällt man runter, das möchte ich nicht so gern. Ja. Achso, wieder scannen natürlich. Klar. Klar, 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 klar. Irgendwo hier kam eine Ratte. Was hier im Scheißbau rausgesprungen. Okay, die. Ich, okay. Die gehen irgendwo hin.
Ach so, die kämpfen dagegen. Ja, sollen wir mal machen, oder was? Im Grunde ist es egal, die springen jetzt hier runter. Mach den kaputt. So. In Ordnung. Wir werden dich ausschalten. Da habe ich jetzt. Seht euch das an. Hä? Wie hat denn der mich jetzt getroffen? Oh. Das, hä? Okay, das macht er. Also, das ist hier gar keinen Sinn. Sind alles Lügen. Das Imperium wollte nur das Land. Oh. Lul, hat er gesagt. Okay. Ja? Scan? Scannst du wieder? Okay. Was hast du? Hä? Warte mal. Irgendwo muss ich jetzt hier hoch, aber wo? Das weiß ich nicht. Scheiße. Oh. Machen ohne Fernkampftruppler weiter. Wir werden problemlos gewinnen. Ja, das sehe ich auch so. Alter, bist du doof? Deine Abwehr ist ziemlich gut. Ah, okay, das kann ich natürlich nicht. Nimm das. Das fand ich jetzt gemein. Da, wobei doch, da komme ich hin. Und dann komme ich auch dahin. Jawohl. Hier komme ich rein. Das ist, glaube ich, nochmal ein Shortcut. Oder? Jo. Schnuffelig. Ich werde mich mal noch nicht ransetzen. Das mache ich, wenn ich den Bereich geklärt habe. Also hinter mir gelassen habe. Besser. Also, ne, weil geklärt ist er ja schon. So, jetzt müssen wir mal schauen hier. Ja. Irgendwie, also die tun mir schon irgendwie leid, weil die können ja absolut gar nichts machen, ne? Muss man halt einfach so sagen. Die haben gar keine Schnitte. Was machen wir, wenn wir einem Jungs begegnen? Naja, du gibst mir Deckung und ich renne weg. Warum? Der Jedi ist hier. Oh nein. Oh nein, 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 nein. Ja, läuft bei denen. Zack. Ich sehe dich. Echt? Haltet ihn auf! Okay. Ich auch. So, ja gut, das kann ich später erst machen. Alright. Jetzt kann ich gerne speichern. Oder... Speichern ist zu viel gesagt, aber jetzt kann ich mal chillen. So, ich habe einen Fähigkeitenpunkt, das heißt, wir machen mal ganz kurz das Bäumele auf. Das Bäumele mit Träumele. Kerls Verteidigung verbessert sich, das ist auch okay. Das, ja, Kerls Sprinter, was? Ah, attackiert sein Ziel. Also Sprint ist ja eigentlich, oder? Wenn ich das Schwert habe, nach vorne. Oder so. Ich meine schon. Huch. Hä? Ja, manchmal. Alles komisch manchmal.
Okay. Die Kisten muss ich nicht nochmal öffnen. Das ist natürlich schon irgendwo ein Vorteil. Sind wir weitergekommen. So, tschüss. Hä? Also ich will mal das mit dem Sprint probieren. Nee, warte mal. Hä? Okay, das verstehe ich nicht mit dem Sprint. Macht ja nichts. Man muss nicht alles verstehen, ne? Scheiße. Fuck. Das ist schon aber komisch dreht. Ah. Das könnte ein Problem werden. Okay, da habe ich jetzt verkackt, weil da habe ich nicht gedingsbumst, aber das Ding ist trotzdem tot. Horn ist. Oh. Horn ist ab. Ich hätte mich auch mal ausruhen sollen, nicht Dödel, ne? Oh, ich hab Hunger. Habt ihr das auch gehört? Jedi, yo, was geht? Ich bin sicher, wir werden dich bewegen. Ich kann nicht mehr kämpfen. Ich treffe ihn nicht. Scheiße. Stimmt, die kann ich gar nicht. Oh, das muss ich erst lernen, ne? Okay, das ist zu spät. Ich dachte, die kann ich auch einfach, weil es sind ja auch Projektile so, ne? Die müsste ja eigentlich jetzt, aber kann er nicht. Gut. War ja Bescheid. Ja, das schaffen wir schon irgendwie durch, ne? Wir haben ja more than enough life. Wird schon. Kann man bestimmt auch in einem Cycle schaffen, aber ich bin ganz ehrlich, das reicht schon. Die Scheiße ist, ich habe kein Leben mehr. Na gut. Ist ja nicht so schlimm. Oh, ja gut. Das, ja, wobei das ist ja an. Also, Licht ist an. Ich laufe jetzt. Ach, ist gut. Ich laufe jetzt hier einmal schnell durch. Gehe nochmal dahin, wo ich hin muss. Ich will bis zum nächsten Punkt auf jeden Fall kommen. Dann machen wir heute Schluss hier, ne? Für das Ganze. Und morgen müssen wir mal schauen. Oder heute. Später. Ich weiß ja noch nicht genau wann. Ehrlich gesagt, ja, müsste ich mal gucken, was ich dann mache. Entweder Assassin's Creed oder Star Wars Jedi Fallen Order weiter. Weiß ich tatsächlich noch gar nicht. Mal schauen. Das ist voll dumm manchmal, ne? Du blockst, aber das ist der Ratte egal. So. Okay, das mit der. Ach, jetzt kommt das Ding erstmal. Wow. Ja, ist doch gut, geh weg. So. So kann man es dann auch machen. Boah, Leute, er hat mich trotzdem getroffen. Schwer, an ihm dran zu bleiben.
Okay, dann habe ich ein Problem jetzt. Ich kann nicht mehr kämpfen. Ich glaube, er hat Angst. Als nächstes holt er sich uns. Hä? Als ob der den nicht tötet. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe Verstärkung im Anmarsch. So. Scannen, auch scheiße. Ah, egal. Ja, wobei, gibt es halt doch Erfahrungspunkte, die man nicht... Ja, vielleicht braucht man sie, wahrscheinlich braucht man sie eher nicht. Das könnte, ja, zu tief gewesen sein. Shit. Ach Mann, das ist auch zu tief. Kacke, ich muss das ein bisschen höher stoppen. Ungefähr so, so ist okay. Ich heile mich nochmal eben. Vielen Dank. Aber die war, ein paar sind ja einfach gewesen, aber okay, ein Schuss hat mich getroffen, das war ja schon mein Problem, ne? Wow. Ach so, der ist ja so ein besserer Boy. Der fühlt sich ja ganz krass. Ja, ist nix. Uiuiui. Okay. Die Abkürzung ist freigeschaltet. Nice. Ach so, wir scannen mal natürlich. Ja, ich sag mal so, rüberspringen will ich jetzt nicht unbedingt, also lassen wir es. Ne? Ich hab ihn, da oben! Du hast mich alle auf, das wirst du bereuen. Das ist schon nice. Alle tot. Jetzt kann ich im Grunde den Weg ja nochmal zurücklaufen, aber, also warum, weiß ich nicht. Hä? Who's talking? Who is talking with me? Nobody, because they're talking miteinander. Oh Gott. Ja, wir sind früh losgelaufen. Ja, blöd gelaufen. Ach, Rädchen. Weg. Augen darüber. Hallo. Verstanden. Nur du und ich. Bin nur noch ich übrig? Ja. Ich bin schneller als ich dachte. Das ist halt nice, ne? Die Art und Weise. Das ist cool. So, durch das Ding komme ich durch. Da komme ich auch durch. Ich weiß halt nicht mehr, wo man da hinkommt. Jo, was ich weiß, da drüben ist so ein geiler Punkt. Ja, dein armer Scomp-Anschluss. Aber du gegen die Bock hatte? Und hier werden wir kurz meditieren. Und dann ist für heute Schluss. Dann gehe ich nämlich immer mit Mara raus und... Ja. Fertig. Kerl kann nach einem Überkopf wie bei einem zweiten mächtigen Angriff ausführen. Geil. Geil. Schon? Fett. Greift Kerl nach einem schnellen Ausweichmanöver an, führt er eine schnelle Trittattacke aus. Wenn er im Sprint heraus an, kann er einen speziellen Lichtschwertangriff ausführen. Ja, das ist ja geil. Machen wir. Also es ist doch eine normale Sprint. Nee. Oh, scheiße. Ausruhen mich auch noch.
Frechheit. Na gut. Dann werde ich mich auch kurz mal ausruhen, damit wir wieder full live haben. Und dann ist es für heute vorbei. Ne? Da bedanke ich mich ganz recht herzlich fürs dabei sein und zugucken und Dinge tun und auch Dinge nicht tun. Wie gesagt, nachher geht es weiter. Entweder mit Assassin's Creed oder mit Star Wars Jedi Fallen Order. Ich weiß es noch nicht genau. Ich glaube tatsächlich, dass wenn wir... Achso. Wenn wir in Assassin's Creed nur die Story machen, also in Origins, sind wir, glaube ich, bald durch, ne? Also, ich denke schon. Und das hier dauert ein bisschen länger. Ich muss nicht mehr alles machen, das ist schon mal ein Vorteil, aber wir gucken mal. Ja, ich bedanke mich, wünsche eine wunderschöne gute Nacht und würde sagen, bis heute später nachher. Spätestens ab 18 Uhr oder so. Denke ich. Danke fürs Dasein. Auch dir, Schamme, danke fürs Dasein. Sehr nett. Hab mich gefreut, ne? Lange her, aber war cool. Ja, wie gesagt, gute Nacht. Bis morgen. Bis nachher. Also bis morgen auch, aber erstmal bis nachher. An meiner Wand steht nichts Kluges dran. Tschüss.